Es gibt immer viele Hürden zu nehmen auf dem Jakobsweg, aber ich bin nicht die Einzige, die ab und zu Schwierigkeiten hat. Das Büsi schafft es anscheinend auch nicht über die Absperrung. Komm, 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 ein Schrittchen und du bist da, komm. Ja, Hürden sind bei mir heute auch ganz lange ein Thema gewesen. Wie beim Büsi habe ich mich geweigert, irgendeine Hürde zu nehmen und bin recht lang in Flüeli ranft rumgelungert. Zuerst hat es mich mal richtig Essen gezogen. So ganz romantisches Wandern unter einer so Pergola durch. Ich kann hier mal schnell rausschauen. So, hier oben gibt es ein Kiosk und ich bin nicht unglücklich darüber, mir mal ein Glas zu gönnen und etwas zu trinken zu kaufen. Weil in meiner Herberge hat die zuständige Person, die putzt, all meine PET-Fläschchen entsorgt. Was ganz schlecht ist, weil das ist eigentlich immer mein Wasseraufbewahrungsort gewesen. Im Kiosk habe ich mich auch noch schnell ein bisschen weitergebildet. Also anscheinend ist der Papst Johannes Paul im Jahr 1984 mal auf dem Flüeli Ranft gsi. Habe ich auch nicht gewusst. Und weil Bildung ja gerade so Spass macht. Also das hier oben wäre jetzt die Flüeli Kapelle. Hier oben dreht sich eh alles um den Bruder Klaus, also warum nicht ein bisschen mehr darüber zu erfahren und das Weiterwandern einfach noch ein bisschen mehr rauszuzögern. Also das hier wäre das Wohnhaus vom Bruder Klaus, also von Nikolaus von Flüe. Er hat ja 10 Kinder, 5 Töchter und 5 Söhne. 2 Jahre lang hatte Nikolaus von Flüe mit sich einen Kampf gehabt, über seine Familie verloren und als Pilger zu leben. Und er hat als Gnade bezeichnet, dass seine Frau akzeptiert hat, dass er als Pilger in Ranft hat können gehen. Also dann gehen wir hier mal rein in das Wohnhaus von Nikolaus von Flüe, also dem Bruder Klaus. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen wie eine Wohnstube ist. Hier wird wohl so ein bisschen Küche oder so gewesen sein. Und anscheinend war das ältere Schlafzimmer mit jeweils dem jüngsten Kind. Was es vielleicht zum Schluss noch zu sagen gibt, im Jahr 1947 ist der Bruder Klaus heilig gesprochen worden. So, jetzt haben wir ein bisschen Bildung gehabt. Jetzt sind wir am überlegen, wo könnten wir noch ein bisschen weiter relaxen. Also hier auf dieser wunderschönen Anhöhe könnte ich mir jetzt vorstellen, zu übernachten. Ich finde die Aussicht extrem schön. Was könnte ich noch machen? So, hier geht es anscheinend zum Pflanzenlabyrinth. Da sind wir ja gespannt. Also das wäre jetzt das Pflanzenlabyrinth. Ich hätte es eher gesagt, irgendein Unkrautlabyrinth. Also ist jetzt nicht gerade der schönste Garten ever, den ich bislang gesehen habe. Sie aber eine Top-Aussicht. Hier wäre das Hotel Paxomato. Hier oben sehen wir noch eine Flüeli-Kapelle. Hier sieht man so ein schönes Tal runter. Und hier das Gewucher wäre eben dann das Labyrinth. Ich habe mich dann schlussendlich doch noch überwunden, mich ein paar Höhenmeter runterzukämpfen. Also ich bin jetzt hier gerade in Sachsen vor der Kille. Ich komme heute überhaupt nicht vorwärts. Irgendwie tut Plotteren weh und ich mag nicht wandern. Aber die Tür hat mir jetzt hier irgendwie angetan.
Weil ich finde, die Details im Holz, die finde ich schon recht schön gemacht. Zum Beispiel auch hier die Trauben. Das gefällt mir recht gut. Und auch in Sachsen dreht sich alles um den Bruder Klaus. Hier wäre noch das Bruder Klaus Museum, aber die, die mich besser kennen, die wissen, dass ich nicht gerade unbedingt als Museumsgänger bekannt bin. Es scheint ja so wirklich der Wallfahrtsort zu sein. Hier ist noch eine Statue vom Bruder Klaus. Ich bin in Sachsen dann ans Arnersee gegangen und habe dort noch den Sonnenuntergang genossen. Den Moment vom Sonnenuntergang habe ich jetzt persönlich ein bisschen schwierig gefunden. Also auf der einen Seite ja sehr genossen, es war sehr schön gewesen, aber irgendwie hat es so ein bisschen geschmerzt, dass ich allein dort war und es mit niemandem konnte teilen. Es ist so ein bisschen einer von diesen schwierigen Momenten, die ich auf meiner Pilgerreise bis jetzt hatte. Eine Unterkunft in Sachsen zu finden, war recht schwierig, weil an diesem Wochenende ist so ein Sportevent, irgendein Velorennen oder etwas. Und es war eigentlich alles ausgebucht. Aber zum Glück bin ich noch aufs Frenzy getroffen und das Frenzy hat definitiv ein Herz für Pilger. Und sie hat mir jetzt hier extra noch eine Matratze geholt und hat noch 3 Küsschen hinten dran, damit ich hier ganz bequem liegen kann. Na, lieber als Pilger hat aber das Frenzy ihren Garten. Das ist ihre ganz grosse Leidenschaft. Also ich habe hier all verschiedene Bäume. Ich habe einen Äpfelbaum, ich habe einen Zwetschgenbaum, ich habe einen Birnenbaum, ich habe einen Feigenbaum, Aprikosen, Pfirsich und das blüht und trägt Früchte in jeder Jahreszeit. Hier vorne habe ich meinen Garten mit dem Gemüse. Im Moment ist gerade ein bisschen Puff, aber das ist ja gleich. Ich lasse es sprießen und ich bin eben fort, darum konnte ich es nicht so pflegen. Aber ich bin sehr gerne da und mein grösster Hobby ist Garten und Lesen und Sein. Und ich habe seit kurzem, also seit 3 Jahren, habe ich jetzt eine Pilgerunterkunft. Und zwar bin ich allein, meine Familie ist ausgeflogen und sind alle herzlich willkommen, wenn ich Platz habe und wenn ich Lust habe, jemanden zu empfangen. So viel kann ich für morgen schon mal verraten. Es geht von Sachsen nach Lungern und das im Regen. Ich mache mich mal bereit. Ciao.